Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Boah, 35.840 Livre. Die nehmen wir uns gleich mit. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir das Ganze noch ein bisschen pushen können, damit da gleich noch mehr drin liegt beim nächsten Mal vielleicht. Und zwar gucke ich jetzt mal, habe ich überhaupt noch eine Mission beim Café Theatre? Oh, sieht fast nicht so nach aus, oder? Was ist denn bitte Franciat? Kann mir das mal irgendwer erklären? Oh, warte, ist das vielleicht Dead Kings? Das könnte der Dead Kings Punkt sein. Ja. Nee, du, lass mal. Ich glaube, wir sind schon am Maximum. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan, glaube ich. Ich glaube, weiter ausbauen können wir ohnehin nicht mehr, oder? Nee, da bin ich mir sicher, dass ich das fertig ausgebaut habe. Ich hätte es aber gedacht, dass es noch die ein oder andere Mission vielleicht gibt, aber irgendwie habe ich das wohl vollends verrafft. Ja gut, dann hat sich das Thema auch gleich wieder erledigt. Ich bin so verballert manchmal, ey. Das ist so unglaublich. Aha. Dann werde ich jetzt eine Schnellreise dahin machen. Und einfach die nächste Gesellschaftsclub-Mission machen, weil da haben wir jetzt letztens schon eine gemacht. Und insgesamt sind es ja immer 3 pro Club. Dann werden wir das auch ausnutzen. Und das eben so machen. Aber bevor ich es sonst wieder vergesse, lese ich jetzt gleich erstmal den Text über Rui, den wir in der vorletzten Folge endlich erwischt haben. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo hat man es denn? Datenbank. Enzyklopädie. Menschen, sagt man sich, war ein Mensch, ja. Sehr richtig. Jetzt muss ich den Freak nur noch finden, ne? Diesen schäbigen Schmarotzer. Irgendwie ja nicht so. Habe ich ihn jetzt überlesen? Da ist er! Frédéric Rouy. Hauptmann Frédéric Rouy schloss sich den Garde Français 1789 an. Gerade rechtzeitig, um den Beginn der Revolution mitzuerleben. Als Sohn eines armen Schusters hatte Rouy keinerlei Aufstiegschancen innerhalb des aristokratischen Offizierskorps der Garde. Ne, der Guards. Und laut den Berichten seiner Zeitgenossen, Rouy hinterließ weder Briefe noch Tagebücher und konnte Analphabet gewesen sein. Ja, so sieht auch aus. Fanden die Inhalte der Revolution in ihm einen wahren Gläubigen. Als der Großteil der Garde Française sich der Garde Nationale anschloss, war auch Rouy unter ihnen. Da ihn das Fehlen einer aristokratischen Herkunft nun nicht mehr aufhalten konnte, stieg er rasch durch die Ränge auf. Und gemeinsam mit Santerre war er eine der Schlüsselfiguren beim Sturm auf das Palais de Tuileries. Er war auch ein gewalttätiges, sadistisches Monster, das revolutionären Eifer als Vorwand nutzte, um in ganz Frankreich zu morden und zu plündern. Aber wir haben ja alle unsere Fehler. Ich zum Beispiel kaue Nägel, Alter. Er starb im Concierge-Cherie-Gefängnis, getötet während des September-Massakers. Assassin 4, Templer 0. Schön, dass er immer mitzählt. Also er war Analphabet und hat sich durch die Gegend gemordet, ja. Der klassische Vollidiot, würde ich sagen. Schutzgelderpresser. Einen Erpresserhauptmann aufspüren und eliminieren. Eine Gruppe Verbrecher nutzt das derzeitige Chaos in der Stadtverwaltung aus, um die Bürger im Bièvre zu unterdrücken. Man findet sie meist bei der Erpressung von Händlern im Norden des Bezirks. Sucht die Schläger und folgt ihnen zu ihrem Hauptmann. Eliminiert ihn. Der Rat. Also gut, Erpresser finden, verfolgen, Hauptmann umschlagen. Mich meines Lebens freuen, fertig. Verstanden, klingt ganz leicht. Mal sehen, ob ich das gleich auch noch sage. Wie schaut's denn eigentlich aus? Ah ja, Medizin haben wir noch genug. Wunderbar. Knarre ist auch geladen, also eigentlich bestens vorbereitet. Kommt nicht oft vor. Oh, was bist du? Bürger? Ja, für einen gewöhnlichen Bürger ziemlich cool, hä? Da guckst du. Obwohl, der guckt nirgends mehr. Naja. Was guckst du? Also, ich hab echt... Mir kommt es echt so vor, als hätten die da ein bisschen was geändert. Also nicht nur die Stabilität des Spiels selbst, die verbessert wurde, nein. Also auch so diese
ganze, ja, diese, die Bewegungen wirken alle viel flüssiger irgendwie. Also echt cool. Freut mich sehr, dass sie das gemacht haben. Wenn sie nichts gemacht haben, freut es mich, dass ich trotzdem dachte, sie hätten irgendwie... Achso, mit dem kann ich sprechen. Ich dachte, sie töten ihn gleich. Ich habe bezahlt, lasst mich zufrieden. Achso. Ich könnte euch helfen. Das ist ein Händler. Ach Gott sei Dank. Diese Schläger drohen mir alle paar Tage, bezahle oder... Was soll ich da tun? Ich zahle. Ich zahle da schon viel zu viel. Mhm. Ja, also wenn sie nichts geändert haben, dann freut es mich trotzdem, weil ich dann so verballert bin, dass das für mich fast wie ein neues Spielerlebnis wird. Was sicherlich auch daran mitliegt, dass ich länger nicht gespielt habe. Immerhin die Story habe ich nicht vergessen, das ist gut. Dachte schon, oh mein Gott, jetzt habe ich so viel Story gehabt von Dragon Age. Bleibt da überhaupt irgendwas hängen von Assassin's Creed? Die Antwort ist überraschenderweise ja. Mein Gott, der Prinz! Aha, ich verstehe kein Wort. Red einfach weiter, passt schon. Irgendwann hört ihr vielleicht jemand zu. Was wollt ihr denn? Der Prinz? Was ist passiert? In Paris? Oh, ich dachte, ihr wärt einer von denen. Ah, willst du mich eigentlich verarschen? Wenn ich 10 Kilometer weg bin, fängst du an zu reden, oder was? Hm. Der rennt zumindest schon mal nicht mehr weg. Der Prinz ist noch am Leben. Oh. Ich fasse es nicht. Hallo. Verdammt, zur Hölle mit denen. Lasst mich raus. Oh mein Gott, der Ich habe nicht gezahlt. Das ist Unrecht. Er lebt Schlugen noch. Alles kurz und klein und brachen mir fast den Arm. Das muss aufhören. Der Prinz in Paris. Der Prinz in Paris. Oh, wen interessiert's, Mann? Habt ihr eigentlich keine anderen Sorgen? Als euch den Kopf über irgendwelche schäbigen Monarchen zu zerbrechen? Alter. Die Schläger! Ich weiß, wo sie sind! Ja, wo denn? Sag doch! Das gefällt mir. Welcher ist das? Ach, hier! Alter, wieso redest du nicht? Sie sind hier vorbeigekommen. Kommt, ich zeige es euch. Die Brabbel! Regardez-vous marcher? Lauf jetzt, genau, marcher. Guck mal, die hört auf das, was man sagt. Wobei ich auch nur das nachgeplappert habe, was die andere komische Frau da geplappert hat. Aber es hilft. So, Erpresserhauptmann töten! Ich habe das jetzt extra lauter gesagt, weil es groß geschrieben ist. Ihr wisst schon, Captain Caps und die Shift Crew. Stufe 3 Schloss, danke, nein. Oder warte mal. Wann kann ich das nochmal skillen? Fähigkeiten schleichen. Sequenz 9 abschließen. Ich glaube, das ist die Sequenz, in der wir uns dann jetzt befinden. Bürger, ein Moment. What? Aha. Komm raus, damit ich dich sehen kann, Hurensohn. Alter. Kennst meine Mutter doch gar nicht, du Spacken. Wie reagieren eigentlich Söhne von Prostituierten, wenn man sie Hurensohn nennt? Sagen die dann, jo, Alter, meine Mutter ist gerade bei der Arbeit, oder? Auf ein Wort. Wie sieht das da aus? Ich weiß es nicht. Das ist ja dann keine Beleidigung, sondern ein, jo, ich weiß. Versuchst du wegzulaufen? Weil irgendwann habe ich mal einen Bericht gelesen, Hure ist für die keine Beleidigung oder so. Nur Nutte und Schlampe finden sie teilweise nicht so toll, habe ich gehört. Woran das wohl liegt? Ja, ernsthaft, ich habe mal so einen Fernsehbericht über Prostitution angeguckt. Na und? Mich wirst du nicht los! Die wenigen Male, dass ich vor dem Fernseher setze, die muss ich halt ausnutzen, um irgendwas Sinnvolles zu gucken. Eigentlich auch ein Grund, warum ich Let's Play mache. Ich finde das Fernsehprogramm teilweise so beschissen, dass ich mir einfach mein eigenes Programm mache. Voll cool, oder? Extremist, da ist er doch. Extremisten in Paris, oh Mann. Allerdings haben die nicht unbedingt einen religiösen Hintergrund, die wollen einfach nur Kohle haben. Und Macht. Und tschüss. Nicht so wie die ganzen Dschihadisten, die hier kompletten Arsch offen haben. Und jetzt zur Verbindung.
bei denen wirklich nur noch eine Stelle gibt am Körper, wo sie mehr Haare als im Gesicht haben, und das ist der Arsch. Auf geht's. Tja, Hansbart hatte ja die grandiose Idee, im Sommer mal nach Paris zu gehen. Weil da war ich auch noch nie. So betrachtet nach den Ereignissen, die jetzt schon wieder mindestens einen Monat her sind. Anbetracht dessen ist es vielleicht doch keine so gute Idee, da hinzufahren. Ist aber schade, dass so eine schöne Stadt irgendwie... Also man sagt zumindest, es ist eine schöne Stadt. Da Schauplatz von sowas werden musste. Tja, was will man da sagen? Oh mein Gott, das ist ja Wasser! Ich hab das gar nicht gecheckt. So hässlich, wie das Wasser aussieht. Gratulation! Sie sind ein Idiot. Mit Diplom sogar. Ich bin fachlich geprüfter Diplom-Volltrottel. Junge. Ja, ich bastel mir meine eigenen tollen Titel. Ist das nicht geil? Auf eine Bachelorarbeit ist man ja, seit es diese Sendung mit dem gleichen Namen gibt, sicherlich auch nicht mehr so stolz wie früher. Ach ja. Das Fernsehen muss einem auch alles vermiesen. Na, 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 na. Okay, der Block. Aua. Gemäßigter. Stirb jetzt. Du kannst immer noch nicht richtig anwenden im Alltag, dieses Wort. Irgendwann habe ich die Gelegenheit. Ich sagte, ich warte nur noch auf den richtigen Moment. Und auf die richtige Person dafür. Die ich dann als Gemäßigte beschimpfen kann. Ich hab's nicht vergessen, aber irgendwie ergibt sich nichts. Oh. Hey du, bleib einen Moment okay. Still. So, in Ordnung? Ja, wie, jetzt bist du wieder nicht zufrieden, ey. Ja, ich behaupte, das ist derselbe Typ, den ich vorhin schon umgehauen hab. Die sehen einfach gleich aus, das müssen die gleichen sein. Sag mal, wie komme ich denn jetzt da runter, ey? Was ist das für eine Rotze hier? Gibt's hier überhaupt einen Eingang? Jetzt mal ehrlich. Ich sehe nämlich nichts. Muss doch irgendwie an die scheiß Kiste drankommen. Wollt ihr mich verarschen? Verkackeiern? Verkackeimern? Gehen wir mal da rum, da war ich noch nicht. Hier kommst du nirgends rein, ne? Dann wird es wahrscheinlich so eine unterirdische Sache sein. Gehen wir doch einfach mal dahin. Ich schätze mal, das ist der springende Punkt. Oder wie Heinz Erhardt einst sagte, das hüpfende Komma. Dann wollen wir noch mal sehen, wo wir hier landen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also wir bewegen uns schon mal in die Richtung, die passen könnte. Und die passt auch. Doppelattentat. Hängen bleiben. Way. Drei, na toll. Die Aktion mal wieder für den Arsch. Naja, okay. War vielleicht jetzt nicht so, wie ich gedacht hätte. Und die Kokarde ist natürlich freundlicherweise wieder oberhalb. Oder aber ich muss den anderen Durchgang benutzen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Schauen wir das mal aus der Nähe an. Und wage dann ein Urteil, das überaus qualifiziert ist, wie immer. Ja, ja. Husch, husch. Bin ich quatzifiliert, wosch. Oh, schade. Ich dachte, ich kann die jetzt anschubsen hier. Oder? Geht's vielleicht? Nein! Scheiße. Ah, ich wollte den rempeln und reinschubsen. Ich bin der Schubser.
Boah, das wäre auch so ein richtiger Killername, ne, für irgendein Spiel. In diversen Online-Spielen findet sich ja der Gildenname Kuhschubs-Clan. Der war natürlich bei Warcraft ganz cool, bei einer reinen Taurengilde. Auch wenn der Hintergrund oder der Ursprung, an das das angelehnt ist, weniger lustig ist, aber die Idee ist eigentlich ziemlich kreativ. Ja, ich will ja nichts verherrlichen oder ins Lächerliche ziehen, aber ja, es ist nun mal Fakt, dass der Name lustig ist, meiner Meinung nach. Wenngleich auch das, was dahinter steckt, nicht so lustig ist, natürlich. Wer weiß, wäre da auch mal ein Thema als Setting. Wo man dann einfach mal irgendwie als Assassine gegen Rassismus kämpft. Das wäre doch auch eine coole Story, oder? Gerade hier so Apartheid, USA oder... Naja, eigentlich so ziemlich überall. Das wäre sicherlich ein schönes Setting. Man müsste sich halt die entsprechende Zeit raussuchen. Und den entsprechenden Ort. Allerdings wäre das dann halt wirklich schon eher Richtung Neuzeit dann angesiedelt. Gerade wenn man jetzt Apartheid in den USA nimmt oder auch von mir aus Südafrika, was ja von den Weißen dominiert war lange Zeit. Gerade eben, weil es eine Kolonie war, eine europäische, ich glaube von den Holländern, ne? Deswegen klingt auch die des Afrikaans in Südafrika ziemlich stark nach Niederländisch. Das waren ja die Buren, da gab es ja die Burenkriege, die da geführt wurden. Natürlich alles auf dem Rücken der einheimischen Bevölkerung ausgetragen, wie soll es auch anders sein? Eigentlich alles gleich wie mit den Indianern. So nach dem Motto, ist mir egal, ob du zuerst da warst, jetzt gehört's mir. Ich hab's angeleckt, jetzt ist es meins. Genau so lief das damals. Wie kleine Kinder haben sie hier ihre... Kriegsfantasien ausgelebt und natürlich nie daran gedacht, was das für Konsequenzen hat für Leute, die eben rechtmäßig Anspruch auf dieses Land hatten. Naja. Andere Länder, andere Sitten und bei anderer Zeit sowieso. Da kann man eigentlich echt dankbar sein, dass es... Boah, Alter, keine Dietriche mehr. Echt dankbar sein, dass es in der heutigen Zeit bei uns, ich sage es mal, relativ friedlich ist. Zumindest hier bei uns, ne? Ich meine, Krieg herrscht überall, aber man kriegt es halt nur aus der Ferne mit. Also ich will mir das nicht vorstellen, wie das wäre. Das Thema habe ich ja bei This War of Mine schon angesprochen, weil es da einfach gepasst hat zu diesem Spiel. Oh. Hau nicht ab, ich bin ein guter Kerl. Ach, scheiße. Schlagen, brechen, reißen und besondere Amputation. Ach, leck mich doch am Arsch, versaut. Bleib stehen. Blöder Schrei halt, du schiebst es einfach auf den. Dann hat er ja einen dabei. Könntest du jetzt mal... Ja, dankeschön. Naja, also Kriege gibt's überall und immer. Außer jetzt vielleicht direkt bei uns, das jetzt eher nicht. Aber sie werden natürlich nicht als solche bezeichnet. Ne? Krieg böse, also nennen wir es einfach, keine Ahnung, Befreiungsaktion. Aber jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß ja, dass es auch ein Krieg ist. Keinesfalls unbedingt eine Befreiungsaktion oder irgendwelche Hilfe für die Menschheit ist. Ich weiß nicht mal, welcher Präsident das gesagt hat von den USA. Ich glaube, es war sogar Obama bei seiner Neujahrsrede oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas hat er gesagt zum Thema... Ich glaube, das war sogar über die IS-Terroristen. Man marschiert nicht einfach bewaffnet in ein anderes Land ein und sagt, das gehört jetzt mir, so nach dem Motto. Oder schießt wild um sich. Ja, ne? Was soll man dazu noch sagen? Was macht der Ami noch gleich? Ach ja, in andere Länder einmarschieren mit Waffen und ja, sich einmischen.
Wobei ich ja gesagt habe, gerade gegen, wenn es wirklich gegen diese IS-Typen geht, also Leute, so krass das klingt, ich find's gut, dass da wenigstens die Amis hin und wieder ihren Bombenteppich reinjagen. Aber das Thema hat man ja schon, deswegen will ich das jetzt nur mal kurz anreißen. Da denke ich dann wirklich, dass jegliche Menschenrechte verspielt wurden. Und man den nicht wirklich noch als Menschen ansehen muss, oder die nicht mehr als Menschen ansehen muss. Kann man dann schon mal ein paar Tonnen Sprengstoff verbrauchen dafür. So, genug geredet. Knackt man noch das Schloss. In der nächsten Folge geht es dann zu Nostradamus, nächstem Rätsel. Oh. Ich glaube, da musste ich in die Treppe hoch, ne? Welches Rätsel das genau sein wird, weiß ich selber noch nicht. Ich werde einfach das nächstbeste nehmen, denke ich. Ach komm. Ist die wieder zu? Wer macht sich denn die Mühe, die in meiner kurzen Abwesenheit wieder zuzuschließen? Das ist doch total unlogisch. Schleicht sich bestimmt so ein anderer Assassine rum, der das Gegenteil macht von dem, was ich tue. Der schließt Kisten und Türen nicht auf, sondern zu. Das wäre mal ein heftiges Spiel. Stellt euch vor, ein ganzes Spiel Türen und Kisten verschließen. Total bescheuert, ich weiß, aber die Vorstellung ist irgendwo lustig. So, naja, gut, okay, bevor ich jetzt hier noch im Zickzack umher irre, würde ich sagen, wir haben heute relativ viel geschafft. Ups. Eine Mission dürften wir jetzt noch haben beim Gesellschaftsclub, aber die muss jetzt warten. Beim nächsten Mal gibt es dann ein Nostradamus-Rätsel und bei der übernächsten dann eine Mission und dann, ja, was dann kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich weiß vieles noch nicht. Also ich mache vieles sogar wirklich spontan, wenn ich dann auf Aufnahme drücke, weil, ja, so manch einer legt sich ja einen Schlachtplan zurecht. Was machen wir denn heute? Mache ich zwar auch hin und wieder, aber größtenteils rede ich einfach drauf los und hoffe, dass es passt. Und suche mir dann einfach irgendwie das nächstbeste raus. Um dann, keine Ahnung, für mich selbst so eine Art Überraschungstüte zu sein. Naja, was soll's. Vor allem Überraschungstüte, Überraschungsei oder Wundertüte. Aber beides geht nicht. So. Genug gefaselt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Nostradamus steht an und dann die Mission, wie gesagt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Däumchen hoch. Ciao, Leute.